Bürgerinitiativen Umweltschutz hat schon in den 70er Jahren dezentral an ganz vielen Stellen gegen Atomenergie, gegen Fluglärm und viele, viele andere Dinge Menschen mobilisiert. Oliver Kalusch, du bist im Vorstand aktiv und im Moment treibt dich ganz besonders das Fracking um und der Widerstand dagegen. Was gelingt euch im Widerstand gegen diese wahnsinnige Idee, Gas aus der Erde zu holen, indem man da jede Menge Chemie und Wasser hineinpumpt? Der Tontechniker findet das Mikro gleich. Achtung, Mikrotausch. Ja, hallo? Ja, funktioniert. Vor 3 Jahren hätte noch niemand gedacht, dass der Begriff Fracking heutzutage in aller Munde ist. Das gefährliche Gasbohren, das Grundwasserkontamination hervorrufen kann, das Erdstöße hervorrufen kann, das eine miserable Klimabilanz hat und erhebliche Störfälle. Es ist klar geworden, dass dies unverantwortbar ist. Aber die letzte Bundesregierung und die Energiekonzerne haben versucht, das weit voranzutreiben. Die Anti-Fracking-Bewegung ist vor 3 Jahren entstanden und sie hat durch vielfältige Aktionen bis heute das Fracking verhindert. Es hat begonnen mit dem Aufstand der Bauern im Münsterland, die vielfältige Aktionen, Bürgerversammlungen, Demonstrationen gemacht haben. Die Bewegung hat sich vor 1,5 Jahren zusammengefunden und hat sich in Lünne auf die ersten Forderungen geeinigt. Weg mit Fracking, keine Verpressung von Lagerstättenwasser, keine Freckfluide in unser Grundwasser. Und vor einem halben Jahr hat sich in Korbach die Bewegung erneut getroffen. Viel stärker als jemand zuvor. 50 bis 100 Bürgerinitiativen haben sich versammelt. Wir haben einen Aktionstag am 31.08. gehabt und die Bürger haben uns an unseren Infoständen bei unseren Veranstaltungen geradezu die Bude eingerannt. Das Thema ist in aller Munde. 95% der Menschen wollen dieses Fracking nicht. Wir stehen aktiv jeden Tag auf der Straße, in Fußgängerzonen, bei Versammlungen gegen dieses Fracking. Und was uns vor allen Dingen gelungen ist, die letzte Bundesregierung aus CDU und FDP hat versucht, ein Gesetzespaket durchzudrücken, mit dem Fracking erlaubt ist. 3 Versuche hat es gegeben. Wir haben Druck auf die Bundestagsabgeordneten gemacht. Und es ist uns gelungen, diese Gesetzänderungsentwürfe vom Tisch zu kriegen. Was wir mit Entsetzen feststellen müssen, die alten Pläne von Altmaier und Rösler tauchen im neuen Koalitionsvertrag von SPD und CDU wieder auf. Wir fordern, weg damit, schmeißt es raus aus dem Koalitionsvertrag. Verabschiedet ein Fracking-Verbot. Wir wollen kein Fracking. Die ganze Bevölkerung in Deutschland will das nicht.